Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Der 19. Oktober 1987, der größte Börsencrash seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte kurz auf die damalige Situation eingehen, auch auf die Gründe, die heute für diesen massiven Kursverlust angeführt werden und vor allem natürlich einige Parallelen zur heutigen Zeit ziehen, sodass Sie gegebenenfalls den einen oder anderen Denkanstoß für Ihre aktuelle Anlage respektive Depotstruktur mitnehmen können. Sie sehen es hier im Chart dargestellt, dass der Dow Jones Industrial Index, ich habe die Zeitskala so eingestellt, dass wir einen Monat vor dem 19.10. beginnen und einen Monat danach enden. Und Sie sehen es hier, es ging doch ordentlich nach unten am Kapitalmarkt. Also ich glaube, innerhalb eines Handelstages hatten wir einen Verlust von größer 20%. Die Gründe, die dafür angeführt werden, die sind vielfältig. Die können Sie auch nachlesen bei Wikipedia. Den Link habe ich Ihnen damals mitgebracht. Aber was meines Erachtens auch viel wichtiger ist, das ist eine gewisse Parallele zur heutigen Zeit. Und die möchte ich gar nicht darin sehen, dass wir jetzt einen derartigen Kursverlauf erwarten sollten, sondern für den Gründen, die man heute dafür findet. Hier unten sehen Sie nochmal dargestellt, wie das bei Wikipedia erklärt wird. Ist ein relativ kurzer Artikel, den haben Sie schnell gelesen, aber das Wichtigste meines Erachtens, was hier herausgearbeitet werden soll, ist, dass man sagt, ein wesentlicher Grund war die damalige Computerisierung des Börsenhandels. Wir hatten auch einen automatisierten Handel, das heißt, die Händler haben verstärkt Portfoliostrategien eingesetzt, die zum einen sehr ähnlich ausgerichtet waren, was die Systeme betrifft. Das Thema dynamische Absicherung stand im Fokus, also eine weitgehende Automatisierung, und durch diese Automatisierung entstand ein erster Verkaufsdruck. Dieser Verkaufsdruck hat wiederum weitere Verkäufe ausgelöst, und das wurde natürlich auch mit Terminmarktinstrumenten umgesetzt. Und im Ergebnis hat eben die Menge dieser simultan eingehenden Orders dazu geführt, dass es hier zu einem sogenannten Kaskadeneffekt gekommen ist. Warum sage ich Ihnen das? Weil ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit eine ähnliche Thematik haben. Wir haben sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die gleichgerichtet agieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Fokussierung auf indexbasierten Investments, sei es mit Indexfonds oder sei es mit Absicherungsmechanismen, die typischerweise über Terminmarktkonstrukte umgesetzt werden, die natürlich wiederum auf diesen populären Indizes wie dem DAX oder dem Eurostoxx oder dem S&P 500 basieren. Und dementsprechend ja die Frage, wie sieht denn die Risikostreuung heute aus? Und das habe ich Ihnen mal in vier wesentlichen Punkten zusammengefasst. Zum einen die Risikostreuung über verschiedene Vermögensklassen, also namentlich Aktien und Anleihen. Die ist momentan mit Sicherheit geringer, weil die niedrigen Zinsen und der globale Anlagenotstand natürlich auf den gesamten Kapitalmarkt wirken. Vielleicht haben wir insgesamt auch die Preise parallel nach oben verschoben. Und das trifft nicht nur den Bereich der börsennotierten Kapitalanlagen, sondern auch die nicht börsennotierten, also Immobilien und Infrastruktur. Die sind hier wahrscheinlich betroffen, sodass wir doch an einigen Stellen die Frage stellen müssen, ob die Risikoprämien, die wir momentan hier bekommen, noch angemessen sind. Aber im Frühjahr haben wir ja schon mal einen kleinen Geschmack davon bekommen, was passiert, wenn Aktien und Anleihen in die gleiche Richtung laufen. Also kurz gesagt, weniger Risikostreuung durch die Verteilung des Kapitals auf Aktien und Anleihen. Zweiter Punkt. Wir haben natürlich auch einen erhöhten Gleichlauf der einzelnen Wertpapiere und besonders der zinsnahen und defensiven Sektoren. Also jeder möchte am liebsten ein Unternehmen haben, deren Geschäftsmodell nicht an der globalen Konjunktur hängt, am besten Nahrungsmittel, tolle Bilanzstruktur, kaum Verschuldung, die letzten 50 Jahre nur steigende Dividenden, und wenn natürlich alle das Gleiche kaufen, dann steigt natürlich hier der Preis, also steigen auch die Bewertungen. Dritter Punkt, die Kapitalmarktindizes. Kapitalmarktbasierte Indizes, die nach einer marktkapitalisierungsgewichteten Methode errechnet werden, die zeigen aktuell einen geringeren Grad der Risikostreuung auf. Das heißt, der Index ist zwar immer noch der gleiche, aber aufgrund der veränderten Zusammensetzung des Indizes haben wir heute auch zum Teil höhere Konzentrationen in einzelnen Sektoren, in einzelnen Papieren und dementsprechend einen geringeren Grad der Risikostreuung. Vierter und abschließender Punkt. Es geht nicht nur darum, welche Vermögensklassen kaufen die Anleger, sondern auch mit welchen Anlagestilen wird dort investiert. Und momentan großer Trend, nachdem die Kurse 5, 6 Jahre lang gestiegen sind seit der Finanzkrise, alles geht parallel nach oben. Heute sagt man, Risikomanagement braucht man nicht mehr, also gehen wir indexbasiert vor oder eben auch relativ offensiv ausgerichtet, und alle Investoren tun das im Endeffekt mit ähnlichen Managementstilen oder viele Investoren, und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir zu sehr eine Vereinfachung haben und dementsprechend wiederum zu wenig Risikostreuung erhalten. Im Kern also,
auf verschiedenen Ebenen das Problem der Risikostreuung, heute auch mehr automatisierter Handel, heute auch sehr stark gleichgerichtete Risikomanagementsysteme und dementsprechend sehen wir auch heute starke Bewegungen, wo der deutsche Aktienmarkt mal an einem Tag 6% fällt, um am nächsten wieder 5% zu steigen. Ich glaube, damit werden wir uns auch in Zukunft beschäftigen müssen. Dementsprechend macht es Sinn, mal das eigene Depot, vor allem auch bezüglich des eigenen Anlagehorizontes und dem echten Grad der Risikostreuung mal zu analysieren, weil auch wenn sie nichts verändert haben, führt die Entwicklung der vergangenen Jahre dazu, dass sie bei gleicher Verteilung heute eine andere Rendite-Risikoerwartung haben, als es vorher der Fall war. Deswegen, es macht Sinn, das mal zu betrachten, bevor es kracht. Deswegen ein kurzes Update von unserer Seite. Fragen und Anregungen, wie immer, gerne per Mail oder telefonisch. Das war's von meiner Seite. Im Namen der Üpos und von mir, Christoph Leichtweiß, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Auf Wiedersehen.